So, da sind wir bei PT, dem Silent Hills Teaser. Und nachdem ich im letzten Video am Ende gefragt habe, ob ihr noch ein bisschen mehr sehen wollt, dann ich bin mir relativ sicher, dass wir den einen oder anderen Hinweis übersehen haben. Wurde relativ einstimmig von euch entschieden, dass wir auf jeden Fall noch weiterspielen sollten. Deswegen machen wir das einfach mal direkt. Ja, das ist genau die Stelle, wo wir beim letzten Mal am Ende aufgehört haben, nachdem dieser komische Screen kam. Gucken wir mal, redest du mit uns? Nein. Was auch immer da drin war. Ich kann mir irgendwie, nachdem wir jetzt mit dem Fötus im Waschbecken beim letzten Mal gesprochen haben, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das der vielleicht auch da drin war. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wie er dann darüber kam, aber ja, die Wege der Post sind unergründlich manchmal. Das ist allerdings wahr. Okay, hier haben wir 23.59 Uhr. Warum ist hier oben wieder zurückgestellt? Das ist voll uncool. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Schau mich hier einfach mal ein bisschen weiter um. Bad ist auch komplett offen. Der Kerl liegt immer noch hier rum, aber du hast nichts mehr zu sagen, oder? Noch irgendwas? Nein? Gut. War schon weird genug, dich so lange noch ein bisschen anzugucken. Hier geht auch nicht arg viel. Jetzt natürlich nur die Frage, was haben wir übersehen? Also, ich weiß mittlerweile, dass es ein verstecktes Ende gibt. Und verstecktes Ende bedeutet, dass es wahrscheinlich extrem kryptisch wird, hier überhaupt irgendwas rauszufinden. So wie ich Kojima einschätze, könnte ich damit recht haben. Können wir da durch? Ja, die Tür ist auch auf. Okay. Sie rufen sie zwar immer noch aus der Hölle, aber... Okay. Hat es 12 geschlagen? Aus der Hölle. Interessant, das ist... Letztes Mal nicht passiert. Oh, jetzt fangen auch die Hintergrundgeräusche wieder an. Pünktlich zur Geisterstunde. Na, wunderbar. Oh, Mist, schreien sie hier wieder irgendwie durch die Gänge. Wahrscheinlich. Es ist jedes Mal echt eine kleine Überwindung, hier wieder um die Ecke rumzukommen. Hört es auch wieder auf oder bleibt es jetzt die komplette Zeit? Das ist die Frage. Schaltet es dann auch auf 0.01 Uhr oder bleibt es jetzt bei 0 Uhr stehen? Okay. What? Baby? Baby? Warst du das? Was zur Hölle? Hast du dir gerade einen abgekichert? Du hattest doch beim letzten Mal seine Joe Cocker Raucherstimme. Was zur Hölle? Erst googelt er hier mit Whisky und dann kommt er hier mit seinen sanften, unverbrauchten Stimmbändern. Das kann ich ja fast nicht glauben. Okay. Oh, shit, son. Oh shit, da steht sie rum. Oh Gott, sie kommt näher. Dieses Mal zeigt sie sich. Ja, mal direkt im Gang, vor allem unbeleuchtet. Was muss ich jetzt machen? Shit. Kann ich dich irgendwie zu Tode starren? Oh fuck, okay, alles gut. Wo willst du denn hin? Geht's da raus? Oh shit, da ist sie wieder. Ja, okay. Ich habe irgendwie schon fast erwartet, dass er mich jetzt wieder erwischt. Gut. War dieses Babylachen dann was Gutes oder hat sie das aus ihrem Versteck rausgeholt? Ich weiß es nicht genau, aber es hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. Das heißt, wir müssen Babys zum Lachen bringen? Irgendwie nicht so das, was ich erwartet habe, hier zu machen, aber von mir aus. Wenn ich ein Baby finde, dann kitzel ich's. Gucken, ob uns dann irgendjemand rauslässt. Ich habe, by the way, auch noch nicht das letzte, den letzten Schnipsel. Au. Du wieder. Habe ich dich unterbrochen? Es tut mir leid. What? Wie kannst du mich hören?
Du bist komisch. Ja, dann lass uns mal wieder hier reingehen. Ist jetzt wieder 23 Uhr. Ja, jetzt ist wieder 23 Uhr 59. Okay, also irgendwas hat es auf jeden Fall mit dem Gongschlag zu tun. Dein Auge fehlt immer noch. Ja, finden wir irgendwie. Irgendwas hat es mit dem Gongschlag hier zu tun. Babylachen, Gongschlag. Plötzlich taucht der Geist wieder auf. Unfreundlich wie immer. Nicht mal Hallo sagen, einfach mal Genick brechen. Ich war meilenweit weg von deinen Mänteln, mal ganz ehrlich. Ich will doch auch nicht, dass du erfrierst im Winter. Muss man manchmal nicht verstehen. Das ist jetzt interessant. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hat es irgendwas damit zu tun, wo ich hingegangen bin, nachdem der Gongschlag irgendwie ertönt ist? Muss ich vielleicht den letzten Schnipsel vom Bild erst finden, um hier in irgendeiner Weise überhaupt weiter was machen zu können? Hier tropft es auch die ganze Zeit noch. Das ist immer noch weird, ganz ehrlich. Das ist wie, als wenn jemand durchschauen würde. Das würde auch, sag ich mal, ein bisschen erklären, was die Tüte zu uns gesagt hat. Bist du sicher, dass du das einzige Du bist, sozusagen? Wer weiß. Vielleicht hat es ja wirklich irgendwas damit auf sich, dass sie sich selber gehen sieht. Das wird der Gongschlag, okay. Gut, dann schauen wir mal. Was habe ich beim letzten Mal gemacht? Ich bin zum Radio gegangen. Was ist das Radio? Es ist das verdammte Radio. Ich warte mal, bis es durch. Okay, jetzt hat es durchgeschlagen. Die ist voll hinter mir, Mann. Ich habe das Gefühl, als wenn sie hinter mir ist. Ich drehe mich auch nicht um, ich bin nicht bescheuert. Aber wenn ich dich nicht sehe, dann siehst du mich auch nicht. Das ist zwar Kinder-Versteckspiel-Logik, aber ich hoffe mal, die wirkt. Soll ich mich? Nein, nein, nein. Ich warte mal ganz kurz hier. Weil die Frage ist, ob sie mich überhaupt angreift. Jetzt ist hier wieder vorbei mit der Party. Hier geht nicht mehr arg viel. Ich gehe mal zu dem zum Radio vor. Okay. Ist es das verdammte Radio? Das hat zumindest zum zweiten Mal funktioniert. Und dann? Ja, jetzt geht die Sucherei weiter. Ich finde ja schon geil, dass sie solche Arten von Rätseln eingebaut haben, was wirklich ultra kryptisch einfach nur ist. Und du musst irgendwas zusammenreimen, wahrscheinlich auch noch aus der Zahlenkombination, die da beim letzten Mal einfach gesagt wurde die ganze Zeit. Ich werde ewig warten, wenn du kommst. Ist das auch irgendein Hinweis, den wir mit verarbeiten müssen? Um einfach dann letztendlich auf die Lösung zu kommen? Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht okay. Die Ansage für uns. Hör mal zu. Sie wartet auf dich. Geh hin. Wie auch immer. Weil das echt irgendwie extrem bescheuert wäre. Soll sie sein? Theoretisch müsste sie ja jetzt wieder auftauchen. Da ist sie wieder. Shit, da ist sie wieder. Okay, ich starte dich einfach mal an. Ich weiß nicht, was dann passiert. Du brichst mir wahrscheinlich das Genick wieder. Habe ich recht? Habe ich recht damit, dass du gleich hinter mir stehst? Wahrscheinlich. Ich gehe mal langsam hier runter. Unauffällig. Durch diese Tür. Ich weiß nicht. Die Frage ist halt auch, wird es resettet?
Okay, die Musik ist aus. Wird es resettet? Jedes Mal, wenn ich da durchlaufe. Wahrscheinlich ist es dann wieder 23:59 Uhr. Das heißt, dass ich dann wieder von neu anfangen muss. Was muss ich mit der machen? Was muss ich mit ihr machen? Muss ich ihr vielleicht wirklich irgendwie zeigen, dass ich echt nicht irgendwie ein fieser Kerl bin, der irgendwas Böses will, sondern einfach nur hier raus will? Wie zeige ich im Geist, dass ich nicht böse bin? Reicht das Bibbern der Knie hier nicht? Okay, die Musik fängt wieder an. Was zur Hölle? Was ist denn jetzt? Ist die in der Badewanne? Nein. Ist die hier drinne? Du bist da drinne. Okay. Ich hab dich gesehen. Du bist verschwunden. Wie machen wir jetzt weiter von hier? Okay, man sieht sie hier im Spiegel stehen manchmal. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wenn sie nur im Spiegel zu sehen ist, dann kann sie mich nicht killen. Eigentlich. Weil ich habe sie im Raum nicht stehen sehen. Also müsste es ja in der Hinsicht zumindest mal keine großartigen Probleme für uns geben. Telefon vielleicht irgendwas? Ich meine, er versucht es ja nicht mal. Er versucht ja nicht mal danach zu greifen. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Random in diesem Spiel vorhanden. Vor allem dieses Ende hier soll ultra viele Random-Elemente haben. Das heißt, es kann sein, dass wir noch ein Weilchen brauchen. Und ja, sagen wir so, je nachdem, wie lange wir brauchen, werde ich vielleicht auch mal gucken, was zumindest mal das grobe Ziel ist, damit ich weiß, worauf ich hinarbeiten muss. Das Baby hat einmal gelacht. Okay. Wir haben ein Baby glücklich gemacht. Das ist schon mal schön. Und viele Babys müssen wir glücklich machen. Das ist wieder im Spiegel. Die ist nicht im Spiegel. Doch, da ist sie. Ich sehe dich doch. Hey, ich bin da. Siehst du, ich mache dir gar nichts. Sollen wir ein Selfie machen? Jetzt ist sie wieder weg. Du wartest ewig, bis ich komme, aber dann muss mir auch Hallo sagen. Ist vielleicht die Badewanne? Also von da hinten kommt, ist hier vielleicht irgendwie der ausschlaggebende Punkt, der mich weiterbringt. Das verwirrt mich immer noch. Das verwirrt mich immer noch, dieses verdammte Loch mit diesem Schein am Ende. Warum ist da ein Schein? Wenn da ein Bild davor ist, warum ist da ein Schein? Das macht keinen Sinn. Zumindest hier in dem Durchlauf nicht. Aber wie schon gesagt, dass sich alles loopt, ist natürlich die Frage, gibt es vielleicht Parallelwelten? Ist das vielleicht ein Ding, was hier in Silent Hills dann irgendwann mal vorkommen wird? Ich bin das einzige Ich. Wer weiß, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr viele Theorien spinnen, in welche Richtung es dann letztendlich weitergehen wird. Fängt die Musik wieder an. Versuchen wir es nochmal auf ein neues. So klingt es doch, wenn sie da draußen steht, oder? Kommt sie doch angelaufen. Oh, shit, wenn ich zu nah rangehe, dann killst du mich wahrscheinlich wieder. Ich will nicht zu nah rangehen. Dann will ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich genau mache. Darstellen und sie anleuchten. Shit, du bist echt gruselig, Mann.
geht denn da vorne noch? Was hat man da gerade noch gesehen? Das ist zumindest nicht durch mich durchgerannt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut, dass er nicht durch mich durchgerannt ist. Und der Spuk ist auch schon wieder vorbei. So langsam weiß ich ungefähr, wie ich sie handeln muss, dass ich nicht sofort angegriffen werde. Also man darf wirklich nicht zu nah rangehen. Was mit dem letzten Schnipsel macht mich hier noch fertig? Wozu ist der letzte Schnipsel? Ich mach mal ganz kurz hier die Helligkeit ein bisschen hoch. The fuck? Warte mal, was? Muss ich... Was war das denn? Okay. War das der letzte Schnipsel im Optionsmenü? Ernsthaft? Ich mach die Gamma hoch, um Schnipsel zu finden und finde den Schnipsel im Optionsmenü. Okay, dann machen wir sie wieder runter. Und das bringt mir was genau jetzt? Okay. Da steht genau das gleiche drauf wie vorher. War es ein bisschen unsinnig vielleicht? Immerhin ist dein Gesicht komplett. Man muss immer das Gute an der Sache sehen. Auch wenn mich das hier mit meinem Geistproblem nicht so wirklich weiterbringt. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet, was da passiert. Oh, da geht's wieder los. Das ist hier der Bartspiegel wieder. Ich schau mal, ob das hier wieder der Bartspiegel ist. Macht das irgendwie einen Unterschied, wenn wir jetzt alle Schnipsel haben? Vielleicht funktioniert es erst dann. Nicht hier. Hat die noch eine dritte Position, wo sie auftauchen kann? Das ist weird. Ich hätte schwören können, dass es der gleiche Sound ist wie beim letzten Mal mit dem Bartspiegel. Irgendwie doch nicht. Habe ich so knallhart verpasst. Okay. Ich bin total überfragt. Leute, ich bin total überfragt, was wir hier genau an der Stelle machen müssen, um weiterzukommen. Auf jeden Fall interessant, dass so ein Schnipsel von dem Bild im Optionsmenü verstecken. Wir machen hier einen Kleinkart rein. Wir gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin. Haut rein.